Hallo Leute und willkommen zu diesem SFS-Video. Heute werde ich wieder das Space Shuttle in einen Orbit bringen und hoffentlich diesmal auch gut landen können. Ich werde jetzt aber keinen Satellit bauen, sondern etwas anderes, das zeige ich euch gleich. So. Hier noch eins hin, dann hier noch eins hin. Ich glaube, ihr seht das schon, das soll ein Testvehikel sein, womit ich ausprobieren möchte, wie man orbitale Manöver machen kann. Ja, okay, so. Und 3, 2, 1, Liftoff. Ich schalte jetzt auch die oberste Titan Engine aus, da ich das Shuttle sonst nicht mehr kontrollieren kann. Jetzt wird's wieder langsam schwer, die zu steuern. Jetzt mache ich auch die nächste aus bei 12 Kilometern. Und die nächste dann bei 24. Dauert noch ein bisschen. 23 Kilometer und 24 Kilometer. So, der Tank ist leer. Wird abgeworfen. Und das Shuttle fliegt weiter. So, jetzt von vorne, vom Cockpit aus. Den Treibstoff nach hinten fließen lassen, damit es weiter zünden kann. Wie findet ihr eigentlich das Shuttle? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch mal unten in die Kommentare. Dann baue ich vielleicht sogar noch ein drittes Shuttle. Und dann mache ich da alles rein, was ihr noch wollt. Aber irgendwie finde ich, das Shuttle ist
ist einfach zu schwach. Wir kommen nicht vom Fleck. Morgen wird auch eine besondere Folge kommen, wo ich einen neuen Weltrekord aufstellen werde in ganz SFS, was man auch nicht mehr überbieten kann. Freut euch also auf morgen. Die Folge wird es in zwei Versionen geben, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Also für alle, die es auf Deutsch gucken wollen, ist es auf Deutsch da. Und für alle anderen SFS-YouTuber, das ist halt auch auf Englisch, weil ich fast der einzige SFS-YouTuber bin, der auf Deutsch ist. So ein bisschen vorspulen die Zeit und jetzt weiter Gas geben. Und geschafft. Jetzt einmal irgendwo so hintippen. Da drauf. Ich wechsle mal zu dem hier. Dann kann ich das noch weiter aufmachen. Komm, bleib auf. Ich mach mal das RCS an. Dann bleibt das auch so. So. Jetzt damit rausfliegen. Schwer. So, geschafft. Muss ich das wieder zumachen? Natürlich will es nicht zugehen. Ach Mann. Geh zu. Ja, geschafft. So, jetzt in diese Richtung muss ich fliegen. Wie viel ist noch drin? Ja, schaffen wir locker zum Landen. So. Hoffentlich landen wir diesmal auch, ohne dass das Shuttle komplett in die Luft fliegt. Noch ein bisschen vorspulen. Genug. Und ihr müsst immer sehen, dass die Geschwindigkeit kleiner sein muss als die Höhe. Also die Geschwindigkeit ist 1600 und die Höhe ist 15 Kilometer. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon viel zu schnell. Das muss ich jetzt irgendwie ändern. Für die Höhe bin ich jetzt viel zu schnell. Ich muss das irgendwie abbremsen. Okay, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich glaube, das wird wieder eine Bruchlandung. Was, wenn ich so mache? Bringt das was? Ja, es bringt sogar was. Dann mache ich das halt so. Wenn ich dafür ordentlich landen kann, dann hat es sich gelohnt. Aber ich sinke immer noch viel zu schnell.
900 ms. Achthundert ms. Siebenhundert ms. Ja, jetzt kriege ich es, glaube ich, langsam hin. So, 600 ms. 1 bisschen höher die Nase. 600 ms. Okay, gut. Ich hab's geschafft. Jetzt ist die Geschwindigkeit unter einem Zehntel mal so hoch wie die Höhe. Wenn das so ist, dann ist die Landung so schon zu 90% geschafft. Da ist die Erde. Also noch ein bisschen entfernt. Oh. Jetzt ist die Geschwindigkeit schon wieder höher als die Höhe. Oh nein, das wird wieder eine Bruchlandung, glaube ich. Oh nein, 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 nein. Fallschirm. Rette mich. Rette mich. Rette mich, rette mich, Fallschirm, rette mich. Hochziehen die Nase. Hochziehen, hochziehen. Oh. Aber hey, das Shuttle ist nicht komplett in die Luft gegangen, also. Also würde ich das mal als erfolgreich zählen. Okay, das war's mit der Folge. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge mit einem Weltrekord, den ich aufstellen werde. Und tschüss.